Ach, hallo. Schön, dass ich euch treffe. Dann will ich gleich mal die Gelegenheit nutzen, um mich vorstellen. Mein Name ist Cyrus Raber, bin Jahrgang 71, also des letzten Jahrhunderts, aufgewachsen in Wuppertal und lebe in Berlin. Allerdings bin ich auch sehr viel unterwegs. Das bringt der Beruf so mit sich. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich bin professioneller Schauspieler und wurde an der Freiburger Schauspielschule im E-Werk ausgebildet, die ich mit Bühnenreife und Aufnahme in die ZHV abgeschlossen habe. Damals war es ja noch die ZDF. Seitdem bin ich an deutschsprachigen Bühnen unterwegs und spiele alles vom Kinder- und Jugendtheater über Komödien und Klassikern bis zum Drama. Und ich liebe das Freilichttheater. Zudem wirkte ich auch in Musicals, Opern und Operetten mit. Aber auch für Film und Fernsehen stehe ich vor der Kamera. Und durch die ganzen Kurzfilme, die ich gedreht habe, habe ich natürlich viel Dreherfahrung gesammelt. Als Sprecher begeistert mich das Hörspiel, das einen ganz besonderen Reiz für mich ausmacht. Ebenso bin ich als Regisseur tätig, so wie in vielen anderen künstlerischen Bereichen. Vertreten werde ich von der ZAV Berlin. Für Bühne wie für Film und Fernsehen. Aber auch von einer Filmagentur für Werbe- und Imagefilme. Tja. Ansonsten bin ich ein sehr aufgeschlossener und geselliger Mensch. Aber die Ruhe, die weiß ich sehr zu schätzen. Und die Natur und die Tiere, die liegen mir natürlich sehr am Herzen. Ich bin eben viel unterwegs, ob privat oder beruflich. Apropos privat. Ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite. Aber mehr verrate ich nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann freue ich mich, von euch zu hören. Aber jetzt könnt ihr euch noch ein wenig auf meiner Homepage umsehen. www.cyrus-raber.de. Da gibt es einiges zu entdecken. So, jetzt muss ich aber wirklich weiter. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis bald dann. Ciao. Ach so, noch etwas. Falls ihr was für mich habt oder etwas wisst, ja, einfach melden. Also, bis dann. Freue mich.